Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Platin. Ihr seht es schon im Rahmen. Ich schneide es extra. Wir werden es jetzt machen. Und zwar werden wir Seedling entwickeln. So eine wunderschöne Galagladien. Seedling wurde zu Galagladi. Perfekt! Psycho-Klinge. Ja. Das ist die Frage. Psycho-Klinge ist... Ja, machen wir mal Teleport weg. Teleport brauchen wir nicht. Und Seedling in der Psycho-Klinge. Was für einen Angriff hat denn das Vieh? Ja genau, Psychoklinge dürfte aber von der Grundstärke. Ja okay, macht dann ungefähr genauso viel wie Psychokinese, weil halt der physische Angriff höher ist als das Speziale. Ja. Was wir jetzt versuchen zu machen, ist erstmal Buchsen erstellen und kurz auf mein Handy gehen, um den Timer zu stellen. Währenddessen laufen wir hier mal gechillt hier runter. Ja, ist schon wieder spät, ich weiß. Ey! So, jetzt starte. Timer. Oh. Also mir falsch. Und so wollte ich mal schauen. Ich glaube nämlich. Bla bla bla. Seedling. Ich glaube, dem können wir. Schwettern ist nice. Aber wir wollen dem. Die Laubklinge beibringen. Gerne. Machen wir Zauberblatt weg. Zauberblatt brauchen wir nicht. Einfach nur, weil es fühlt sich jetzt. Und ja. So, haben wir noch eine? Ah ja. Mal gucken, was die anderen Pokémon noch so lernen können. Den können wir später hier Draco Meteor beibringen. Aber vorerst lassen wir es jetzt einfach mal. So, jetzt müssen wir hier nochmal rein. Und das werde ich mal speeden. Einfach nur, weil wir es im letzten Part schon gemacht haben. Ich finde, ist es jetzt nicht nötig, das normal im normalen Durchlauf zu machen. Schaut euch den letzten Part an. Da sieht man, wie es geht. Ist nicht schwer. Aber es geht dann. Man kann es auch so. Wir kriegen Schnellmodus. Zack. Und jetzt. Willkommen. Ich werde nicht oft herausgefordert. Bald wirst du meine Stärke kennenlernen. Die Stärke des Arenaleiters von Weideburg. Ganz genau. Ich bin Wellenbrecher Marinus. Meine Pokémon wurden in den stürmischen Gewässern trainiert. Sie nehmen alle deine Attacken hin und ziehen dich dann hinunter. Und der Sieg gehört an uns. Los, bringen wir es hinter uns. Marinus. Ich finde es einer der coolsten Arenaleiter. Ich weiß auch nicht warum. Wir fangen mit dem Gachados an. Das spielt uns natürlich sehr gut in die Karten. Level 33. Egal, mittlerweile ist. Unser Hugo ist Level 35. Wann ist das Level, so ein hohes Level gekommen? So. Und ja, Galagadi können wir sogar direkt hoffentlich mal in dieser Arena auch direkt benutzen. Wieder Laubklinge. Genau deswegen. Mal gucken. Komm, zeig, was du drauf hast. Laubklinge. Bams. Komm, Hälfte ist drin. Oh. Oh, stark, stark, stark. Das war stark. Wir versuchen es, komm. Wird zwar richtig 37. Wird zwar sehr in die Hose gehen. Ah, naja. Ich hab's vergessen. Das Ding kann Knirscher.
Unser Pfeil ist gesucht, heißt der nächste Knöchel wird uns definitiv töten. Ja, okay, der nächste wird uns definitiv töten. Er setzt aber Wasserdüse ein. Was haben wir denn für eine Fähigkeit? Sealing, du Tier. Wow, Schluss und aus. Wir sagen es nur. Ich will mehr. Ich will noch einmal noch mehr kämpfen. Die Strömung muss mich nach unten gezogen haben. Aber der Kampf mit dir hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hier, das hast du dir verdient. Den Fanorden. Oder Fan. Ach. Ich denke mal, das heißt Fanorden. Dank des Fanordens kannst du nun auch die versteckte Maschine des Surfer außerhalb eines Kampfes einsetzen. Da ist eine besondere Belohnung, die gebe ich dir, da dein Team ganz außergewöhnlich ist. Das ist Lake oder Lacke. Ja. Genau, doppelte Schadenhälfte, weniger der KP besitzt. Weniger als Hälfte der KP, ist ja doppelt so stark. Brauchen wir ihn, wir sind aber nicht. Mal gucken, vielleicht können wir es irgendwann Bulli den beibringen, aber aktuell brauchen wir es noch nicht. Oh, hey, du hast einen Onshot? Was hab ich dir gesagt? Herr Marinus, also ich meine, der Meister hat das Recht drauf, oder? Was soll der Tumult? Ach, ihr beide seid es. Hallo, Meister! Hör mal, Junge, ich kenne deinen Vater, das stimmt schon. Aber ich kann mich nicht erinnern, dich als Lehrling angenommen zu haben. Und ich werde es auch nicht tun. Außerdem benötigt ihr beide mich nicht. Ihr solltet allein zur Stärke gelangen, ohne bei mir in die Lehre zu gehen. Ist doch geil, du bist jetzt mein Meister. Aber reden wir nicht weiter drüber, es gibt nämlich Ärger. So ein Typ von Gelegenheit treibt sich an der Pokémon-Wart herum. Er hätte durch eine Bombe gefasselt. Was? Niemand so sabotiert Weideburg. Nicht so lange ich das verhindern kann. Hey Meister, so machst du doch. Hey, ich gehe erstmal in die Pokémon heilen, Jungs. So geht es nicht. Bams. Jetzt will ich ja weiter. Jetzt kommen wir nämlich mitten in der Story langsam an. Man, das Outfit ist ein richtiger Knaller, oder? Gebunkert, das ist Maß der Dinge. Und wenn man die von dir anspricht. Warum sprichst du mich von dieser Seite an? Hey! Hast du keine Ahnung im Kopf? Ich bin auch noch hier. Also, wo ist denn dieser Typ? Kavum! Puh, das war ganz schön laut. Du da! Was an der Welt sollte das? Was das sollte? Das ist eine recht interessante Fragestellung. Gut, dass du es angesprochen hast. Dieses Paket enthielt die sogenannte Galaktikbombe. Ich habe sie ausgepackt und auf den Knopf gedrückt. Ganz einfach. Und dann ging es los. Das klang etwas so. Kavum! Ach gut, dass du mich daran erinnern, dass Vorgesetzte wollten informiert werden. Sonst hätte ich natürlich gerne weitergeplaudert. Bis die Tage. Übrigens, deine Maske sieht voll daneben aus. Dem Großmann darf kein Schaden zugefügt werden. Ihr beide, folgt mir bloß nicht und lasst bloß niemand anderen herein. Falls da drin noch etwas explodiert, sollte niemand in der Nähe sein. Hey, was ist denn? Folge dem komischen Geistertypen. Ich bleibe hier. Wie der Meister es befahl, damit andere nicht reingehen. Lass den Typen nur dich durchkommen. Ich will rein. Was ist denn los? Wieso bist du noch hier? Klemm diesen Team gedacht an den Fersen. Okay. Wer ist noch hier gerannt? Was soll denn das? Renn mir nicht hinterher. Pass auf, dass ich meinen Pokémon nicht auspacke. Aber du hast Glück, denn leider habe ich wichtige Termine. Ich muss so schnell wie möglich zum See. Komm nur nicht auf Gedanken, mir zu folgen. Hast du das kapiert? Und wie ich dir folgen werde mit meinem Fahrrad. Wir benötigen Energie, um eine Windkraftwerk erzeugt wird, um unsere Entwicklung fertigzustellen. Man muss schon ein wissenschaftliches Genie sein, um so etwas entwickeln zu können. Und da unser Boss das entwickelt hier, ist es ein wissenschaftliches und mechanisches Genie. Ach, du hast gelauscht. Ich habe nur laut gedacht. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, um dir eine Lektion zu erteilen. Mann, komm schon. Ach, komm schon. Aber Junge, dieses Galaktikbomb baut ordentlich rein. Mit diesem Brummer gibt es eigentlich nichts, das wir nicht in die Luft jagen könnten. Was sie wohl damit vorhaben? Ach, du hast gelauscht, hab nur laut gedacht. Du bist anhänglicher als Kleister und ich habe es satt, immer von dir wegzulaufen. Aber ich werde dennoch nicht meine wertvolle Energie verschwenden, um dir eine Lektion zu erteilen.
Oh. Oh, wir kennen uns doch, glaube ich zumindest. Ich eilte sofort herbei, als ich hörte, dass das Verdächtige etwas des Team Galactic Weiterbau eingetroffen ist. Dieses etwas war also eine Bombe. Eine Explosion gab es auch. Nun, ich habe gehört, dass da öfters ein Zusammenhang besteht. Die Explosion war im Großmaß, sagst du. Und du verfolgst einen Mann, der ist ja total aufregend. Das ist ja total aufregend. Ein Mann mit einem Topfschnitt also. Es gibt modernere Frisuren. Komische Kleidung trug er auch. Das war dann wirklich einer von Team Galactic. Oh, nein, nein, Lebel. Wie konntest du das nur übersehen? Das ist der erste Fehler, den ich seit Jahrzehnten begangen habe. Der Mann, den ich fortlaufen sah, es war der, der die Bombe in der Hand hatte. Nein, so wird das nicht. Warte, warte, sage ich. Oh, du schon wieder. Und, ja, ich bin jetzt in diesem Hotel hier. Ich stelle unangenehme Fragen, um verdächtige Subjekte zu finden. Als Eliteagent der internationalen Polizei benötigst du eine Mithilfe. Suche das Gelände ab. Ich habe die Theorie, dass die verdächtige Person gekommen ist. Wow, so unangenehm. So unangenehm, dass er uns trotzdem heilt. Das ist eine nicht unangenehme Frage, Lebel. Ich hab's. Wieso renne ich überhaupt so schnell? Diese neue Welt, dieses neue Universum, von dem unser Boss andauernd redet. Mir wird ganz komisch, wenn ich daran denke, wenn wir dieses Ding einsetzen. Ach, du hast spitze Ohren gemacht und mich belauscht. Du bist so nervtötend hartnäckig. Ich bin total kaputt vom Rennen und ich werde nicht gegen dich antreten. Ach, jetzt wirst du selbst gegen mich antreten. Lol. Aua. Nein, bist du mir noch auf den Fersen? Der See ist in Sicht. Du lässt mir keine andere Wahl, mein Pokémon und wir das jetzt zeigen. Yay, yeah, endlich! Alter, du hast einen Lebunkel. Ah, wieso ist Huox vorne? Oh, Volltreffer. Nice. Puh, wäre ich nicht davon gelaufen. Ich hätte wohl härter kämpfen sollen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ich pfeife aus dem letzten Loch. Ich muss dies im Kommando bringen. Ich wünsche, ich könnte es am See einsetzen. Oh. Oh, hallo, wir haben uns ja lange nicht gesehen. Wie geht es mit deinem Pokédex voran? Ich bin hier, weil ich mit den Seeansee will, um den sich eine alte Volkssage rankt. Aber der See scheint für die Öffentlichkeit gesperrt zu sein. Kennst du die Volkssage? Sie berichtet, dass in der Mitte des Sees eine Insel sein soll. Und im Inneren der Insel soll sich die Illusion eines Pokémon befinden. Niemand darf die Hülle des Pokémon betreten. Aber ich muss dich was fragen, das nicht zum Thema gehört. Hey Marcel! Wo ist die Sashoko von Team Galactic hingerannt? Wie? Sag bloß, du hast die ganzen Jahre verschwiegen, dass du eine ältere Schwester hast. Nein? Sie ist nicht deine Schwester? Oh, ach so. Die ist besonders Großmann. Ach, das war nichts Ernstes. Herr Marinus hat mir gesagt, er sollte dir das sagen. Aber diese Team Galactic sind außer Kontrolle geraten oder was? Nächstes Mal, wenn ich es sehe, werde ich in einer Lektion teilen, die sie so schnell nicht vergessen werden. Mach's gut! Er ist dein Freund? Er ist wahrscheinlich eher ungeduldig als energiegeladen, kann das sein? Also, um auf das Thema zurückzukommen. Hast du die Horde von hinter der Route 210 gesehen? Ja. Ja, genau, hinter dem Café an der Route 210. Du hast die Gruppe Anton gesehen, die sich ihre Köpfe halten? Wie dem auch sei, gib dem Anton diese Medizin. Du arbeitest an deinem Pokédex, das wird sich für dich lohnen. Als ich jünger war, bin ich auch mit einem Pokédex auf Abenteuerreise gegangen. Ich hoffe, du wirst jede Art Pokémon, die es gibt, wirklich sehen können. Vielleicht schaffst du es denn ja, das Illusion-Pokémon zu entdecken. Ich muss los, bis bald mal. So. Bams. Jetzt kriegen wir wieder ein bisschen Levels. War schon ganz. Weiter fliegen. Nach Trostu. Jetzt kommt eine nervige Passage. Die macht man normalerweise mit Auflockern. Aber ich mache die nie mit Auflockern. Ich gehe lieber das Risiko ein, voll auf dich zu treffen. Frag mich nicht warum. Ich weiß, es ist dumm. Nämlich hier sind die Antons. Die Antons sind von den komischen Kopfschmerzen geheilt. Nein, lass mich nicht zurück. Oh gut, du hast den Geheimtrank verwendet.
Anton leidet an komischen Kopfschmerzen. Niemand weiß jedoch, woher diese Kopfschmerzen kommen. Kann ich dich mal einen Gefallen bitten? Bring bitte meiner Großmutter in Elysis diesen Talisman. Es soll seltene Pokémon zwischen hier und Elysis geben. Also wird diese Reise wohl wert sein. Meine Großmutter ist manchmal etwas autoritär. Ich denke, du wirst sie sofort erkennen. Ja, sie ist nämlich die Älteste von Elysis. Und die Stadt selbst? Schau auf deine Karte, gar nicht zu verfehlen. Ich zähle auf dich, bis später dann. Nein, nerv mich nicht, habe ich gesagt. Ich will nur die Trainer besiegen. Vom Ninja-Trio. Zubat. Jetzt gibt's hier böse Drachenklauen ins Gesicht. Bams, keine Chance, Zubat. Bams. Pion Scorer. Das ist was für Wukong. Ja. Flame and Raid. Er hat's überlebt. Jetzt machen wir noch eine Glut. Das soll es mit dir gewesen sein, Pion Scorer. Topschutz. Es ist so topschutzig, dass wir es nicht benutzen werden. Ja, auch zu Ninja Trio. Ich weiß gar nicht genau, wo der dritte ist. Den suche ich jetzt auch nicht extra. Da muss ich zugeben, habe ich jetzt nicht allzu große Lust zu, ne? Hier sind wir die Dragon Claw. Nice. Raffi, du Tier. Noch ein Gedunkel. Da bleiben wir einfach drin. Aua. Und Drachenklau. Der junge Fabian. Boah, ey. Ein Hypertrank. Ist das? Ich will jetzt mal, dass wir nicht mal unser Panferno haben. Panferno kann und wird uns eine größere Hilfe sein. Deswegen machen wir das mal besser. Jetzt gehen wir ab nach Elysis. Hier ist halt immer dieser Nebel. Das ist halt etwas nervig. Aber wir werden es überleben, ne? Na, gehen halt Attacken öfters daneben. Aber was soll man machen? Was soll man machen? Auflockern benutzen, aber keine Lust. Golbert, oh, das mache ich mal lieber nicht mit dem. Wir versuchen es mit Zieling. Auch wenn es ein großer Fehler ist, weil es halt auch Kampf ist. Psychoklinge. Aber wir treffen. Das ist gut, dass wir treffen. Das freut mich natürlich. Bams. Level up! Skunkapur. Du hast auch fast ein Level up, mach du mal. Wir sollten das langsam echt anfangen, gute Level ups zu sammeln. Sonst wird's schwer. Aeroas. Auch oh, gerade zu Level. Es herrscht der Nebel. Pion Scorer hier.
Was ist das für Wukong? Aber er hat gute Level-Ups gemacht mit unseren Pokémons, bei denen hier. Bei dem Trainer hier. Boah, Wukong, du bist so kacke, ne? Du bist so kacke. Grimasse. So, Flucht? Nee, Initiative sinkt. Natürlich geht die letzte Attacke ist noch daneben. Ich werde nicht auswechseln für einen Scorer. Alter! Keine Angst, ich werde immer noch auswechseln. Bam, da bist du ja nicht besiegt. Level up! Für Wukong. Ein Purpurstück. Die machen wir noch. Auf die habe ich jetzt Lust. Dann war's das für den Part. Ja, haben wir viel geschafft. Das war ne, eigentlich nicht, ne? Griffel. Ach, ich wollte doch kein Flamme. Oh, Wukong, du bist so scheiße. Es ist unfassbar. Boah, ne? Fick dich ins Knie. Was machen wir? Was machen wir? Skyline. Zergriffe. Denkst du, du bist gerade schlau, ja? Bams. Ich hab einfach. Er ist ganz schlau. Alter, ne? Bams, Griffe. Ich hab deinen Arm da unten abgeschnitten oder so, und das ist dein Schwanz, dein Schweif. Ja, bleib ich dran. Weil ich ja gerade noch so eine kacke Verteidigung. Ich weiß, es gab mal. Wir haben das Ding richtig Probleme mal gemacht. Ich weiß nicht mehr, wann das ist schon ewig her. Aber ja, gut. Genau, er hat nämlich immer Fluch eingesetzt. Das war damals der größte Abfuck der Nation, Mann. Bisher sticht der Nebel. Girafarik. Da können wir Ruffy reintun. Ruffy hat die Dunkelklaue. Das macht Sinn, das Ding ist normal. Psycho. Ist das überhaupt Psycho? Ich glaube ja. Und damit ist Girafarik besiegt. Astrenakora. Aua. So, wir werden jetzt noch Wukong rein, dass wir es beim nächsten Mal nicht vergessen. Dass wir da auch gut wegkommen. Einen Sonderbonbon haben wir. Cool. Aber schon gucken wollte, was wir hier für ein
Erhöht Initiative sobald Pokémon zurückgeschreckt. Okay. Auf jeden Fall, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Haut rein, bis dann und ciao.